Es ist die Open Hardware Happy Hour jetzt, die von mehreren Leuten gemacht wird. Und ich werde die nicht vorstellen, sondern die werden sich gleich selbst alle vorstellen. So, los geht's. Die Bühne gehört euch. Viel Spaß. Hallo. Danke. Hallo, gut euch zu sehen. Hallo. So, Daniel, du bist der Moderator. Fang du einfach an. Okay, gut. Ja, danke. Schön, dass wir uns hier treffen können. Wir haben darüber nachgedacht, wieder eine Serie von Events anzufangen. Und wir wollen das jeden Monat machen. Und wir wollen zwischen virtuellen Meetings, so wie jetzt, wechseln und vielleicht auch physische Treffen der Happy Hour. Und wir wollen sehen, ob das geht mit Corona und so. Und wir dachten, es wäre vielleicht schön, wenn wir mit einer Vorstellungsrunde anfangen. Ich bin Daniel. Ich arbeite für die Open Knowledge Foundation zusammen mit Max. Und wir arbeiten an Prototypen für das Funding von Prototyp-Hardware. Und wir hatten vor uns schon auf Deutsch getroffen. Und das... Wir haben zusammen auch bei Open Next, wo wir mit Firmen zusammenarbeiten und offene Hardware bauen wollen. Und vielleicht kann jeder einfach mal sagen, welche Verbindung er hat zu Open Hardware. Und wir sind in verschiedenen Orten überall. Vielleicht könnt ihr auch sagen, wo ihr jeweils seid und dann an den Nächsten übergeben. Und ich sage, wir fangen mit Helen an. Okay, ich bin Helen Lay und vielleicht kennt ihr mich aus dem Internet und andere kennen mich vielleicht aus der Hacker-Szene in Berlin und anderswo. Und ich lebe jetzt in Portland und ich bin... Und wir haben die erste Hardware Happy Hour in Berlin gemacht, in Exheim. Und wir sind hier, ich bin glücklich, hier viele, viele solche Gesichter zu sehen, bekannte Gesichter. Und was mache ich mit Open Source Hardware? Alles, was ich mache, ist wird geteilt in allen möglichen, auf alle möglichen Arten. Open Hardware gehört für mich zu dem großen Bereich einer offenen Gesellschaft, in dem man Wissen teilt und Ressourcen teilt und Technologie teilt. Und es ist eine größere philosophische Bewegung, hin zu mehr Offenheit. Und ich arbeite selber, ich baue Musikinstrumente zum Beispiel und experimentiere mit verschiedenen Materialien und ich arbeite für Quiet Supply, das ist eine amerikanische Firma, die machen Elektronik und alles, was wir machen, ist offene Hardware und ja, das ist es. Und wir haben mit vielen anderen Projekten schon zusammengearbeitet hat und es sind auch viele interessante Projekte mit deutschen Hackern und ich mache Open Source Hardware und ich helfe anderen Leuten auch Open Source Hardware zu entwickeln und das bin ich, ja. So, wer ist als nächster dran? Ja, ich sollte jemanden benennen. So, Max, bitte. Maximilian. Ja, danke. Ich bin glücklich, dass ich hier sein kann. Und Daniel hat schon etwas gesagt. Und wie Daniel gesagt hat, wir arbeiten zusammen. Wir machen die Finanzierung von offener Hardware, fördern wir. Und ich glaube, das ist etwas, was wichtig ist und gefördert werden muss und mehr Aufmerksamkeit verdient. Und mein Hintergrund ist, ich auch etwas philosophisch. Ich vor einigen Jahren habe ich mich mit Philosophie von Technologie beschäftigt und ich offene Workshops interessieren mich sehr, so Hackerspaces und so. Und ich gehöre zum Vorstand vom Verbund offener Werkstätten, ein Verbund von offenen Werkstätten. Und das ist meine Verbindung zu all dem. Und natürlich offene Hardware ist sehr wichtig. Und eine sehr wichtige Bewegung, wenn es darum geht,
die Gesellschaft, in der wir, in der wir uns um alle Sachen kümmern und dass wir unsere Ressourcen schonen und all diese Sachen, die wirklich zurzeit wichtig sind, und Transparenz. Und das beschäftigt mich sehr, interessiert mich sehr. Und ich bin froh, darüber hier mit euch zu reden. Und Mitch, ich weiß nicht, ob er da ist. Ich kann ihn nicht sehen. Vielleicht ist er da. Ja, er ist auf der linken Seite von Bildschirm. Mitch? Ja. Ja. Okay, ja. Hallo, ich bin Mitch und ich sitze hier im Nixhain in Berlin und live. Und naja, während dieser RC3 passiert, alle auf der Welt verteilt sind. Und wie alle anderen habe ich mit offener Hardware gearbeitet, schon seit langer Zeit. Und was mich dazu gebracht hat, was mir rumgebracht hat sozusagen, ist ein Schlüsselanhänger, der alle Fernseher in öffentlichen Räumen ausschaltet. Das nennt sich TV Begone. Und ja, wie alles andere auch, was ich gemacht habe, ist das offen. Aber naja, wenn es offen ist, wie verdient man damit Geld? Und der einzige Grund, warum ich davon leben konnte die letzten 18 Jahre, ist, oder wie einige Freunde von mir, die auch die letzten 18 Jahre davon leben konnten, ist, weil es offen ist. Und es gibt eine Menge Gründe dafür. Und das Größte ist, wenn es offen ist, dann gibt es ganz viele Leute, die helfen. Und nicht nur ich und mein kleines Gehirn. Mein kleines Gehirn funktioniert oft noch ganz gut. Aber wenn wir viele Leute zusammenarbeiten, dann haben wir ganz viele Leute, die einen Großteil der Zeit zusammenarbeiten. Und zusammen haben wir etwas, was viel größer ist, als man alleine machen könnte. Und wenn man, ja, diese Leute reden ständig darüber mit anderen Leuten über dieses Projekt, und das ist PR, die ich sonst nie mehr leisten könnte, wenn ich nur eine kleine Firma hätte. Ja, und wenn wir eine Chance haben zu überleben als Spezies, dann ist ein großer Teil davon, weil wir offene Projekte haben, die existieren, weil Leute das sinnvoll finden. Und wenn Leute das sinnvoll finden, dann machen sie das, weil es sich lohnt, sich dafür einzusetzen und nicht nur den Profit zu maximieren, wie große Firmen. Und dann, wie es oft so ist in dieser Abwärtsspirale, wo es abwärts geht mit der Umwelt und mit der Ökonomie und mit der Wirtschaft. Und vielleicht reden wir später heute noch darüber. Ja, Cedric, du bist dran. Danke, Mitch. Ja, das ist schwierig, wenn man nach dir dran ist. Ja, ich bin ein System-Engineer, an der Schule, und ich habe versucht, aus dieser Industrie rauszukommen, und hoffentlich gibt es einige Optionen im akademischen Umfeld, und ich experimentiere damit und sehe, wo es mich hinführt. Und ja, mein Hintergrund ist Musik. Und ich bin mitten reingetaucht in diese Hardware-Welt, weil ich verstehen wollte, wie man die eigenen Maschinen zum Laufen bringt. Und ja, das habe ich mir angesehen und mich damit beschäftigt nach 10 Jahren Engineering. Und ich habe mit Künstlern zusammengearbeitet und habe interaktive Systeme gemacht, und ich weiß nicht, was hier passiert, und Kontrollvisualisierungen und das hat mich zu Reverse Engineering gebracht. Kann ich meine eigenen Sensoren bauen? Und ja, und die Frage, warum wollen wir alles offen machen, was wir tun, das ist, ich habe eine persönliche Lebensgeschichte, und ich bin in dieser Hippie-Kommune aufgewachsen, wo alles geteilt wurde mit allen. Es war einfach nie eine Frage. Und so bin ich aufgewachsen in dieser industriellen Hardware-Welt. Und die Hackerspace war einfach das Passendste, um Ideen und Technologie weiter zu verbreiten und zu teilen, sodass wir alle weiter zusammenwachsen können. Ja, das ist meine Motivation. Und vielleicht kann ich darüber später noch ein bisschen mehr erzählen. Danke.
So, ich gebe das Mikrofon zurück. Ja, leider fehlen drei Leute heute hier, die sonst auch da sein sollten. Und Joe konnte leider nicht dabei sein. Und aber ich glaube, wir können vielleicht auch, vielleicht würde es wäre sinnvoll, uns gegenseitig Fragen zu stellen. Denn wir haben alle sicher viel zu teilen, viel mitzuteilen. Und wenn irgendjemand eine Frage hat über das, was Drew macht, aber ich bin kein Experte, aber ich bin mit ihm verheiratet und wir unterhalten uns öfter mal darüber und ich weiß ungefähr schon, was passiert mit offenen Prozessoren und ich kann ein bisschen darüber erzählen. Ja, und das ist total interessant. Ja, es ist super cool. Und man kann auch selber sich damit beschäftigen. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt einen, der heißt Tim Ansel und ich denke, dass du einige von seinen Vorträgen dir anguckst. Der ist auch auf dem Kongress und was sehr interessant über Open Silicon auf dem Kongress. Und als wir letztes Mal in einem Meetspace waren, konnten wir genau darüber reden. Aber es ist schon einige Jahre her und das Projekt hat sich weiterentwickelt. Und wenn wir über offene Hardware reden, dann reden wir häufig über physikalische Geräte, die Platine, das Endprodukt, was wir haben. Wie machen wir zum Beispiel einen TV Begone oder einen Synthesizer, ein anderes übliches Beispiel. Das ist das Endprodukt. Aber was wir uns wirklich anschauen wollen bei Open Source Hardware oder bei Open Source Silicon, ist, dass wir die Prozesse uns anschauen. Wie können wir den ganzen Weg runter öffnen? Also das eine ist, wenn man die Borddateien öffnet. Aber wenn man es nicht herstellen kann, wie kriegen wir das Wissen darüber verteilen, wie man diese Boards macht? Und wenn wir weiter runtergehen, dann fragen wir uns, wie funktioniert ein Transistor? Wie können wir einen Transistor machen? Wie können wir einen Chip herstellen? Und wenn wir uns das genauer anschauen, ist das dieses Wissen sehr stark bei wenigen Menschen, sehr günstig. Nicht nur die Design-Dateien, aber die ganzen physikalischen Prozesse sind überhaupt nicht transparent. Die sind alle abhängig. Es gibt ein paar große Firmen, die dieses Wissen haben. Und wir haben aktuell eine Chip-Probleme. Wenn wir diese ganze Herstellung auf diesen einzelnen Geräten haben, dann ist das nicht nur ein physikalisches Problem, sondern auch ein logistisches Problem. Wie können wir diese Dinge herstellen, die wir nicht mehr bekommen können? Und Google und eFabless, das ist eine Firma, es ist alles zweiter Handwissen, das ich habe. Mohammed von eFabless hat da auch dran gearbeitet und diese Skywater-Leute bei Google, die haben zusammengearbeitet, um einen quellenoffenen Anleitungen haben, die den ganzen Weg runtergehen. Das heißt, wir können ganz offenes Silikon produzieren. Wir haben einen Prozess, den wir wiederholbar ist. Wir haben eine Art und Weise, wie Leute das lernen können. Und das ist der Prozess, der weitergeht, der im Hintergrund weiterläuft. Aber wo aktuell sind wir an einem sehr interessanten Ort, weil wir diese Flights öffnen, wenn man einen Chip herstellt, dann gibt es einige parallel, dass jeder Chips gratis hergestellt bekommen kann. Jeder, nicht nur Akademiker, sondern nicht nur Chip-Professionelle, sondern auch Hobbyisten können ihre Chips hergestellt bekommen, gratis. Die einzige Anforderung ist, dass es Open Source sein muss. Und ich vermute, dass wenn ihr da ein Interesse habt an diesem Vortrag, dann ist das wahrscheinlich kein Problem für euch. Und selbst wenn ihr nichts darüber wisst, wie man Chips herstellt, gibt es eine super Anleitung. Das nennt sich 0 bis zu ASIC, das darum geht, dass Hobbyisten ihre eigenen Chips herstellen können. Und wir haben jetzt eine Diskussion über offene Silikon. Das muss jetzt passieren, weil es passieren aktuell so viele spannende Sachen in dem Bereich. Und wenn irgendjemand ein Interesse daran hat, einen Chip herzustellen, geht da jetzt hin, sucht Tim Ansel, ich weiß nicht genau, und ich benutze auch Dr. Go und er ist nicht der einzige Person dabei. Es sind sehr, sehr viele Leute, die da mitarbeiten, aber er hat viele der guten Vorträge darüber. Und jetzt, weil ihr könnt jetzt noch daran teilnehmen, ihr könnt jetzt euer eigenes
eigene Chips produzieren und das Open Source machen und einen Teil von diesem ganzen Bewegungen runter zu den offenen Transistoren machen. Das ist mein bester Wissensstand. Ich habe nur Artikel darüber gelesen und so. Ich habe selber keinen Chip produziert, aber ich habe die ganzen Vorträge darüber gehört und das ist meine Zusammenfassung. Tut mir leid, wenn ich einen Fehler gemacht habe, aber ich hoffe, dass ihr da ein bisschen, dass ihr ein paar Ideen daraus mitgenommen habt. Ja, dieses Silizium-Projekte, die sind sehr wichtig und vielleicht sind sie auch mit der Art und Weise verbunden, wie Open Source in der Softwarewelt funktioniert. Und, es ist. Dass etwas bei Elektronik überall stimmt, weil wir können ein paar der Software-Funktionalitäten benutzen, auch in diesen Situationen benutzen. Aber was immer noch ein Problem ist, ist im Bereich der Open Hardware. Und das ist eine Frage, die wir jetzt hier stellen sollten. Zu welchem in welcher Situation ist Hardware notwendig, Open Hardware notwendig, wenn wir jetzt zum Beispiel Geld einsammeln, welche Open Source Hardware ist nichts, was in sich selber Sinn macht. Also Technik ist immer mit einem gewissen Ziel verbunden und das ist auch etwas, was bei Open Source ist. Welche Open Source Hardware ist notwendig, eurer Meinung nach? Kann ich jetzt nur ein bisschen Spaß machen, aber wann ist es nicht das richtige Grund? Gibt es einen Grund, es nicht Open Source zu machen? Das ist, wie ich versuche zu denken. Wenn Leute wirklich sehen wollen, was in der Hardware ist, dann werden sie es herausfinden. Das ist kein Problem. Es gibt keinen gültigen Grund, es nicht zu Open Sourcen. Meiner Meinung nach, aber ja, wir werden es eh rausbekommen. Wenn wir die Frage wirklich ernst antworten wollen, vielleicht mit Sicherheit oder Safety-Sachen, wo es am meisten benötigt wird, aber für alle anderen Gründe, es sollte eigentlich alles Open Source sein. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich bin auf der anderen Seite der Skala. Ich bin ein Pragmatist und ich verstehe, dass wir nicht in Star Trek leben, soweit wir das auch gerne wollen würden. Wir müssen immer noch in einer Gesellschaft existieren und wir müssen immer noch unsere Miete bezahlen und wir machen Open Hardware, aber wir zwingen nicht, dass alle Ushua-Standard Open Hardware machen. Wir versuchen sie dort zu treffen, wo sie sind und einen Schritt weiterbringen. Wenn sie ihre Schematics zeigen, dann zeigt auch eure Firmware, wenn sie ihre Open Firmware haben, dann ist die Frage, warum veröffentlicht ihr eure Boards? Und dann muss man sie Stück für Stück weiter in Richtung Öffnung ziegen. Hey, zeigt uns, was ihr macht. Man muss pragmatisch sein. Man darf nicht auf Leute anschreien, weil sie andere Meinung haben. Aber ja, intern bin ich auch ein Hippie, der hier. Aber ich bin halt auch ein Pragmatist. Ja, ich versuche es auch in die andere Richtung zu schieben, weil ne, ich denke andersrum. Und ich glaube, dass es nicht wirklich hilft, irgendwas closed source zu behalten. Und dann können wir es auch einfach mitnehmen und damit weiterlaufen. Vielleicht haben wir dieselben Ideen, dieses Ideal, aber in der echten Welt, dann wir Open Hardware haben wollen und wir Politiker dazu bringen wollen, selbst mitzumachen, dann brauchen wir eine Strategie und wir brauchen gute Argumente, wie diese Open Hardware-Idee funktionieren kann in dieser sehr kapitalistischen Gesellschaft, wo viele Sachen noch diese Business-Konzepte braucht, wo Open Hardware ein Bestandteil davon ist. Darum ist es eine schwierige Frage.
Und diese Frage ist auch immer mit spezifischen Problemen verbunden. Und ihr fragt mich, ob da irgendwas ist, was nicht Open Hardware sein sollte oder nicht sollte, sondern gibt es irgendwas, was also, du bist auch irgendwie auf dieser Seite, wenn es um Kunst geht zum Beispiel, dann ist es schön, dass es Sachen gibt, die einfach nur besonders sind und Hardware gemacht sind und das ist in Ordnung, sie sind, was sie sind. Ja, und ich habe noch eine Frage, über die ich gerne reden würde. Und das ist eine Frage, ich bin wirklich, mache mir wirklich Sorgen darüber, wie offene Technologie, wie wir die Leute unterstützen, die offene Hardware und Software machen, wie wir ihnen helfen zu leben. Und es gibt so viele im Open-Source-Bereich, die einen Burnout haben und die, wenn die in der Industrie arbeiten würden, könnten sie viel mehr Geld verdienen. Und das ist wirklich eine Frage und ein Problem, das mich wirklich beschäftigt. Wie helfen wir Leuten, die in dieser Art arbeiten, dass sie wirklich leben können davon? Sollen wir ihnen helfen, Produkte zu machen oder über Patreon zu finanzieren? Das heißt, wie unterstützen wir diese Leute? Zum Beispiel Patreon und all diese Sachen, die drehen sich darum, dass du selber gutes Marketing machen kannst. Und das ist wirklich schwer. Das ist wirklich schwierig. Wie können wir den Leuten helfen, die Open Source machen, dass sie ihre Miete zahlen können und so, so jemanden zu inspirieren? Zum Beispiel gibt es viele Beispiele, wie Leute das machen. Ist das nur ein Hobby oder, ne? Kannst du damit was verdienen? Wie überlebt man, wenn man offene Projekte macht? Und ich würde mich freuen, von euch zu hören, was ihr darüber denkt. Ja, ich, Mitch, ich kann vielleicht was dazu sagen. Das heißt, ich war so glücklich, dass ich dieses Projekt machen konnte, dass irgendwie das Ohr der Medien erreicht hat. Und die Medien lieben solche Geschichten. Ich habe was gemacht, was Fernseher in öffentlichen Plätzen ausmacht und das fanden die Medien toll und sobald das verfügbar war, haben die Medien sich darauf gestürzt und das hat mein Leben verbessert und ich konnte davon leben bisher. Das heißt, nicht alle sind so haben so viel Glück, dass sie so ein Projekt haben, das sich selbst vermarktet. Und Helen, wie ich gesagt habe, es ist wirklich wichtig, darüber zu reden. Und wenn man davon leben will, ein gutes Beispiel ist vielleicht als Künstler. Wenn man als Künstler leben will, dann muss man nicht nur die Kunst machen, die dir etwas bedeutet, was in dir brennt und was du der Welt zeigen musst, sondern man muss auch das Können haben, das zu machen. Und ähnlich wie ein Software- oder Elektronikprojekt oder irgendein Projekt, muss man die Möglichkeit haben, das in uns brennt, dass wir der Welt zeigen wollen, weil wir das machen müssen. Weil sonst müssten wir gegen uns selbst kämpfen. Und das ist, da muss man sich nur fragen, wer dann verliert. Aber man muss auch die Möglichkeit haben und das Können haben, das Projekt der Welt zu zeigen. Und das sind ganz andere Fertigkeiten und Fähigkeiten, die man braucht. Jetzt muss man mit Buchhaltung und Steuern sich beschäftigen. Man muss einen kleinen Betrieb führen. Man braucht vielleicht Angestellte. Und wen soll ich anstellen und wen vielleicht sogar entlassen? Ja, einen Betrieb zu führen ist was ganz anderes noch. Und alle diese Sachen wirklich damit zu jonglieren und lernen, wie man all diese Sachen macht, das ist überhaupt nicht einfach und das ist sehr stressig. Aber es ist etwas, wenn es wirklich ist, was brennt, wofür du brennst und es draus muss, dann ist es wert, das zu tun. Aber es gibt keine einfache Antwort darauf, weil ich denke, eine der wichtigen Sachen ist, dass man eine Community hat, eine Gemeinschaft hat, dass man Zeit findet, das zu machen, um rauszufinden, was dir wichtig ist. Und für jeden Einzelnen. Das heißt, wir wissen noch nicht unbedingt, wenn wir nur zur Schule gegangen sind oder 16 Jahre oder wie lange auch immer. Und
naja, wie manche gesagt haben, aber das Schulsystem treibt einem die Kreativität aus. Aber wir müssen herausfinden, was uns etwas bedeutet. Und wenn wir das in einer Gemeinschaft tun können, dann ist es viel einfacher und besser, als wenn wir es für uns selbst machen würden. Und damit kommen wir zurück zu offener Hardware und Open Source. Denn es ist wieder eine große Gemeinschaft, mehr Augen, mehr Gehirne, die sich etwas angucken und es verbessern. Und dann können wir etwas viel Besseres machen in einer Gemeinschaft, als wir das allein machen können im Allgemeinen. Und wenn es diese Gemeinschaft gibt, von die wirklich denen dieses Projekt was bedeutet, was du machst, dann wollen dir vielleicht auch welche helfen. Und manche sind vielleicht gut darin, ein Logo zu entwerfen oder machen vielleicht, geben dir vielleicht eine Idee, dass du es auf eine neue Ebene heben kannst, an die du nie gedacht hättest. Und Leute können dir vielleicht mit der Buchhaltung helfen oder kennen jemanden, der das kann, die das lieben, die das gerne machen. Und vielleicht gibt es Leute, die gut kleine Betriebe führen können, von denen du Ideen kriegst. Und ich habe das alles selbst lernen müssen, weil TV Beyond plötzlich über Nacht ein Riesenhit wurde. Das musste ich das alles lernen. Und ich habe Glück gehabt, dass ich das alles konnte, aber auch, dass ich viele Freunde hatte, die wirklich gut darin waren, diese Sachen zu machen. Zu einer Zeit, wo ich das unbedingt brauchte. Und da war viel, viel Glück dabei, was ich gehabt hatte in meinem Leben. Und das heißt, es gibt keine Zauberei und keine magische Antwort, die für alles passt. Aber in dieser abstrakten Antwort sind vielleicht die Schlüssel für alle von uns in allen unseren Projekten. Ja, weil das verbunden ist mit der Frage aus dem Internet, wollte ich nur sagen, es gibt Beispiele, ich weiß nicht genau, ob die ein gutes Leben hatten oder ein stressiges Leben hatten, aber Lukas aus Berlin zum Beispiel, der dieses Notebook gemacht hat, das aus offener Hardware, ja, und wenn jemand fragt, ob wir jemanden benennen können, der was gemacht hat, offene Hardware gemacht hat, das ist zum Beispiel einer. Und MNT Reform, MNT Laboratories in Berlin. Und der hatte ein sehr stressiges Leben, glaube ich, als er dieses Notebook entworfen hat. Denn alle diese Sachen musste er selber mit einem kleinen Team machen. Und die hatten nur eine ganz kleine Produktion in seinem Büro und aber er hat es möglich gemacht mit Internetfunding, mit Crowdfunding. Und es gibt andere Beispiele. Naja, aber dann kommen wir wieder auf das Problem von das ist dann vielleicht ein ganz anderes Thema. Ein anderes Thema vielleicht. Ich kann aber diese Frage auch gesehen und ich habe eine gute Antwort vielleicht. Es gibt Graceful Gadgets, die ganz tolle Arbeit machen und die machen Open Source Tools und Peter Aston ist jemand anders und der ist hinter verschiedenen Open Source Projekten und Peter Aston ist wirklich interessant. Er hat ein interessantes Business Model und er macht Twitch Streaming und macht auch richtige Hardware. Und das ist wirklich interessant. Peter Aston, Grayskull Gadgets, Lucas und T. Mansku is another really interesting. Und er ist ein Hardware-Designer und designt Produkte. Und ich weiß nicht, Lucas, kenne ich den Projekt nicht genug, aber es gibt den CM4-Board mit einem Arduino, in einem Arduino-Formfaktor. Ein wirklich tolles Board. Es gibt ganz viele Leute, die interessante Sachen machen. Und natürlich Adafruits haben ihre Designs freigegeben. Und ja, Sparkfun, Seed Studio in China, Mad Scientist. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob EMS viel Offenes macht, aber manche davon sind wirklich offen, glaube ich. Und sie machen einiges in diesem Bereich. Ja, vieles von dem SDA ist offen. Ja, ja, das ist total verrückt. Ich würde das alle diese Sachen gerne sehen, die aus der ganzen Welt reinkommen.
Wir mussten 90 bis 95% Räder wegschicken und das wissen gar nicht viele Leute. Aber wir müssen sehen, woran die Leute arbeiten überall. Und es ist richtig toll zu sehen, was es alle gibt mit offener Hardware für SDR. Und das ist total verrückt. Alle sind verrückt nach SDR. Und es gibt ganz viele Sachen in der Pipeline noch. Und es gibt diesen neuen Chip hier, den ich ganz spannend finde. Ja, bitte. Okay, ich frage mich, ich denke, Leute sollen ihre Zeit nicht verschwenden an Sachen, die nicht realistisch sind. Naja, wir würden keine Produkte nehmen, die noch keinen Prototypen fertiggestellt haben. Das heißt, alles andere wäre dann Vaporware. Das heißt, wir müssen sicherstellen, dass sie einen wirklich funktionierenden Prototypen haben. Das geht schon. Ja, zeig uns erstmal, dass es geht, ne? Ja. Und ja, es gibt viele Leute, die sagen, hier, mach mal Crowdfunding von meiner Nähfabrik und nein, wir machen Elektronik. Ja. Und ja, es gibt ein großes Projekt. Wir sollten vielleicht auch über Tesla Open Hardware sprechen. Ja, nur teilweise. Die Batterieladetechnik ist Open Source, aber viel anderes ist nicht Open Source. Und das ist proprietär behalten, denn aus Ihrer Sicht haben Sie alle diese Sachen, die Sicherheitsstandards erfüllen müssen, und Sie wollen nicht, dass Leute irgendwelche Sachen nachbauen, nach Ihrem Design bauen, für die Sie dann verantwortlich sind. Ja, ich weiß nicht, warum sie es machen, aber ich wusste das auch nicht. Ja, ich kenne den, der Tesla Motors angefangen hat, und das ist nicht dieser, ist nicht der Typ, den heute alle kennen. Ja, der, über den wir nicht reden. So, mein Freund Martin hat angefangen damit, bevor jemand den kannte, über den wir nicht sprechen. Und gab's auch Kämpfe mit dem, über den wir nicht reden. Und jedenfalls hat er sich wieder beruhigt. Und wenn man wirklich eine Autofirma starten will, die mit General Motors konkurriert und anderen großen Autofirmen, wie macht man sowas überhaupt? Und er wollte, dass die Sachen offen sind, aber er wollte nicht die Verantwortung dann haben für Sachen, die die Firma letztendlich zerstören konnten. Ja, okay. Ja, wie behandelt man sowas überhaupt? Die rechtliche Absicherung und gibt es ein How-To, wie man sich schützt vor Haftungsproblemen und sowas? Wie hast du das gemacht, Mitch? Hast du da Probleme? Hattest du Probleme in dem Bereich? Ja, habe ich interessanterweise. TV Begone ist komplett Open Source. Aber es gab jemanden, der es geklaut hat, und das war ein ehemaliger Kunde. Also, sobald er es gestohlen hatte, war er kein Kunde mehr. Aber plötzlich gab es Sachen, die genauso aussahen wie TV Begone Fernbedienungen, aber mit einer anderen Schachtel, aber mit meinem Namen drauf. Und ich habe einige Fans, und wenn man Open Source macht, dann gibt's Leute, die sich um dich kümmern, und innerhalb von anderthalb Stunden hatte ich 100 E-Mails oder so. Was ist das hier? Das bist du anscheinend nicht. Was ist hier passiert? Das ist so, als ob ich meinen Ex-Kunden angerufen der Preis war nicht gut genug, also haben wir es reverse engineer, und die haben es eigentlich schlecht gemacht. Aber sie haben meinen Namen und mein Trademark auf die Schachtel gedruckt. Und deswegen musste ich sie verklagen, damit sie aufhören. Denn dies war wirklich ein schlechtes Produkt. Und ich wollte meinen Namen nicht hergeben für deren Produkt. Es würde das Produkt zerstören, weil es... ich habe ein paar davon gekauft und ein Drittel davon hat nicht funktioniert. Und die funktionieren, haben nicht gut funktioniert. Und alles, was sie hätten machen müssen, einfach meine Pläne kopieren, die einfach frei waren, und dann hätten sie ein tolles Produkt gehabt. Aber die wollten noch mehr und haben es reverse engineert und diesen schlechten Produkte gemacht. Und zum Glück ist mein Bruder ein Rechtsanwalt, und er liebt das, was er tut. Und er hat jemanden empfohlen in Großbritannien, wo diese schreckliche Firma war, um mir zu helfen, der auch seinen Job gerne macht.
Und die haben mir geholfen. Und das war ziemlich stressig und es hat mich einiges gekostet. Denn in Großbritannien, wenn man solche Gerichtsverfahren stoppen will, dann ist das sehr schwierig, selbst seine eigenen Kosten wieder rauszukriegen. Selbst wenn man hundertprozentig Recht hat und der Richter sagt, ja, ihr habt hundertprozentig Recht und normalerweise kriegt man vielleicht höchstens 65% deiner Gebühren wieder. Das heißt, ich habe 65.000 Pfund verloren in diesem Prozess und das war einiges an Geld. Und ich habe für 1,5 Jahre wirklich Geld verloren, bevor ich mit meinem Produkt wirklich Geld verdienen konnte. Und das war ziemlich stressig, aber wir leben in einer Welt, in der es halt überall ist Kapitalismus. Und im Kapitalismus können Leute Geld machen, wenn sie wollen, auch und auch mit Gerichtsverfahren. Und auch, indem man Open-Source-Projekte klaut, weil sie glauben, sie können damit einen schnellen Dollar verdienen. Und diese Leute haben das gemacht und inzwischen sind sie schon gar nicht mehr im Business und das ist nach hinten losgegangen. Und das heißt, wir können wirklich gar nicht verhindern, dass das passiert. Aber wenn wir das wirklich guten Gewissens in die Welt bringen, in dem Kontext, an dem wir glauben, dann sind die Chancen viel größer, dass es wirklich für uns funktioniert. Es gibt natürlich keine Garantien. Aber speziell jetzt, wenn wir Open-Source-Projekte machen und dann machen wir das mit gutem Gewissen und Leute wollen uns gerne helfen, als sie viel lieber als einem proprietären Produkt helfen wollten. Und es gibt Rechtsanwälte, die uns auch helfen und sometimes das sogar pro bono machen, wenn es ein offenes Projekt ist, statt eines proprietären Projekts. Und das ist gut für uns, zumindest im Moment. Das ist eine gute Weitergabe für die nächste Zeit, die wir in China waren, wo wir da viel aus der Industrie gelernt mit den ganzen. Weil China hat eine sehr flexible Kopierschutzrecht oder Kopierrecht-Fragen. Ja, weil die Kultur von offener Hardware selbst innerhalb von Europa in die USA ist ein riesiger Unterschied und komplett unterschiedliche Gründe. Und China ist nochmal ein komplett anderes Projekt. Ist Mitch gerade wieder verschwunden? Ich bin gerade kurz aus einem technischen Grund verschwunden, aber ich bin immer noch da. Aber ich habe gehört, worüber ihr redet. China ist ein sehr interessantes Thema. Bei Xsign, kurz vor unserem Vortrag, war ein vorbereiteter Vortrag über Mythologien über China. Und es war ein sehr interessanter Vortrag, den wir uns nochmal anschauen können. Und China ist ein sehr gemischte Sache, aber wenn ihr irgendwas mit Elektronik macht, dann müsst ihr wahrscheinlich in China zumindest für Teile interagieren. Das ist der Ort, wo die komplette Supply Chain ist. Also Platinen werden dort hergestellt, viele der Teile werden in der Nähe oder sogar in China hergestellt, die werden durch China weiterverkauft, sie werden in China hergestellt und die ganzen Ressourcen sind dort, sind in China. Adafruit ist ein gutes Beispiel. Die versuchen so weit wie möglich Sachen lokal machen und das sind in ihrem Fall die Vereinigten Staaten und in China ist der Kapital kapitalistische Ort, den man sich vorstellen kann, auch wenn diese Mythologie eine ganz andere ist. Aber wenn Leute dort Geld machen wollen, weil da überall Kapitalismus ist, werden sie das auf jede Art, die möglich ist. Das heißt, es gibt viele Leute, die sich nur darum kümmern, wie sie Geld machen können und nicht, wie sie es gut machen. Das heißt, wenn man in China Sachen macht oder irgendwo in der Welt, dann muss es sich wichtig, dass man sich anschaut, so mit den Leuten redet und wenn es möglich ist, mit ihnen sie zu treffen, weil wenn man jemanden besucht, dann kann es sein, dass sie einem das erzählt haben, was sie denken, was man hören möchte und nicht alles. Ja, man kann Remote-Projekte machen, aber es ist viel besser, wenn man sich trifft.
Und wenn man die Körpersprache von Menschen erkennt und sieht, wie freundlich sie sind und wie man sich vertrauen kann und wenn es ein Missverständnis gibt und es wird immer Missverständnisse geben über E-Mail oder was auch immer, dann oh ja, die Person ist nett, es muss einen Grund geben, warum er das missverstanden hat. Und dann ist es viel einfacher, das aufzuräumen. Die Platinen für unsere kleinen Projekte, da können wir PCBWay benutzen oder JLC PCB oder die ganzen anderen großen, und das ist relativ günstig, unsere Projekte darüber zu starten, und das ist ziemlich günstig, es braucht hauptsächlich die Zeit, aber wenn wir das haben, dann gibt es gute Hersteller. Ich habe einen, mit dem ich seit 2005 zusammenarbeite, und die sind super, die haben mich so viel geholfen. Ja, wenn sie einen Fehler machen, dann geben sie das zu, und ein paar Firmen machen das nicht. Und sie sind auch sehr glücklich, Leuten mit ihren Open-Hardware-Projekten zu unterstützen, auch wenn es nur kleine Mengen sind. Sie haben da sehr große Erfahrung in dieser Situation. Und viel, was sie dabei gelernt haben, ist dadurch, dass sie mir geholfen haben und wir haben zusammen gelernt. Das heißt, wenn ihr ein Projekt habt, das eventuell von einem echten Hersteller in China geholfen werden könnte, kann redet mit mir, und wenn ihr Vertrauen habt, dann vielleicht funktioniert es, aber ihr solltet immer zwei oder drei Firmen fragen, einfach nur zum Schauen, ob das realistisch ist, und dann wählt ihr die aus, die am besten für euch sind. Weil der Hersteller, den ihr habt, der ist euer Partner, selbst wenn es kein legaler Partner ist, die sind Teil von eurem Leben. Alles, was sie machen, ist etwas, was du ausbaden musst. Aber das Interessante in China ist, dass alles auf Relationships basiert, auf Beziehungen, auch wenn es Kapitalismus ist und Leute in jeglicher möglichen Art Geld machen können, wenn es legal möglich ist, sind die Beziehungen sehr, sehr wichtig und sehr viel wert. Das heißt, wenn sie eine Beziehung aufgeben müssen, die sie mit dir aufgebaut haben, über Tage oder Wochen oder Monate, dann machen sie das nicht so einfach für ein bisschen Geld. Aber viele werden das nicht machen, weil die Beziehung ist wichtig. Wer weiß, wo das in Zukunft ist. Vielleicht nirgends, aber die Verbindung verbindet mit neuen Leuten die Beziehung. Und die Beziehung mit meinem Produzent, das ist eine Beziehung, die mir wichtig ist und die ihnen wichtig ist. Das bedeutet, dass ich Leute ihnen empfohlen habe. Und ein paar von diesen Verbindungen hat dazu geführt, dass sie 10 Millionen an US-Dollar verdient haben. Das ist eine sehr wertvolle Beziehung, die sie da aufgebaut haben, nur weil sie ein bisschen Geld, weil sie einfach ein paar Sachen kopieren. Nein, das würde ganz viele Beziehungen zerstören würde. Und das ist einfach ein Werkzeugkoffer, den wir alle haben müssen, wenn wir von unseren Projekten leben wollen. Auch wenn das nicht notwendigerweise einfach ist, möchte ich immer Leute empfehlen, das zu versuchen. Wir alle hier leben, weil wir Sachen machen, die uns wichtig sind, die wir lieben, nicht einfach nur meinen normalen Job zu haben, dass wir hoffen, einen Job haben, der uns genug Geld gibt, dass wir davon leben können und ein Haus über den Kopf zu haben. Und dann hoffentlich genug Zeit zu haben, um wichtige Projekte zu machen. Also Louis Philippe hat sich auch noch eingewählt, und vielleicht kannst du doch mal dich vorstellen, und dann können wir kurz darüber reden, über offenes Klima und Open Hardware in dem Bereich. Ja, es ist schön, hier zu sein mit euch allen. Ich habe allen von dieser Session erzählt. Es gibt ein guter Grund, um sich mal zu sehen, leider habe ich die Zeitzonenunterschied verrechnet, und ich dachte, die Session würde erst in 16 Minuten starten, also bin ich völlig verspätet. Also tut mir leid, dass ich richtig so viel verspätet bin. Aber alles ist in Ordnung. Wir sind froh, dass du da bist.
Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich möchte jetzt nicht die wichtige Rede über Open Hardware unterbrechen, aber um ein paar Sachen schnell zu sagen. Ich bin Philipp. Ich kenne die meisten von euch von den Hackerspaces und Free Software Adventures in unterschiedlichen Teilen der Welt. Und ich bin einer der Gründer von Toronto Open Hardware und ich arbeite schon seit einer Weile an freier Software und ich bin im Free Software Forum Brasil aktiv schon seit einer Weile und ich interessiere mich aktuell, habe ein neues Projekt in Alaska und ich versuche Open Hardware, wissenschaftliche Open Hardware Elemente bringen. Wie kriegen wir offene Hardware zu Klimaforschung? Und wie können wir Hardware teilen, weil Forschung benutzen? Wie können wir Community-Wissenschaft erstellen mit offener Hardware? Wie wir es auch mit offener Software schon machen. Und das ist eine wichtige Komponente, die wir diskutieren müssen. Aber ich werde jetzt hier nichts weiter reden, sondern wir können zurück zu China gehen und dann können wir weiter über Klima, später über Klima reden. Das ist eine große Verbindung. Wir können diese, du redest über Klonprojekte und ich glaube, dass es eine Art und Weise gibt, diese Hacker zu hacken und auch diese Kloner zu hacken, dadurch, dass wir ihnen diese schlechte Ideen geben oder eine echte Idee. Diese spezifische Hardware könnte für andere Sachen benutzt werden und die können sagen, oh, ich könnte damit viel Geld verdienen und sie werden das Projekt wiederholen und es wird noch billiger werden, dass es halt alle damit Geld bekommen. Vielleicht können wir da noch irgendwie einen Hardware-Hack draus bauen. Ja, ich war in einem Hacker-in-Residence in Zagreb in Kroatien, in Radiona, und die hatten eine Idee, die du gerade gesagt hattest, für eins von ihren Projekten. Das ist ein Open-Hardware-Plattform für FPGAs. Sie hatten kein Budget zum Beispiel und sie wollten auch nicht ihr Leben dazu bringen, ein Budget zu erstellen, um eine Firma zu erstellen, die ganze Sachen herstellten. Was sie machen wollten, war, sie wollten ein Kickstarter-Projekt machen oder eine andere Art von Crowdsourcing, das so aussieht, als sei es ein super tolles Ding, was irgendeine andere Firma in China ist einfach kopiert und über die ganze Welt verteilt und dann müssen sie es nicht selber machen. Und ich weiß nicht, ob sie das echt gemacht haben, aber ich habe ihr Projekt gesehen, die Platinen auf PCBWay gesehen, deren Kontext. Ich habe das seit den letzten 4 Jahren gesehen und ich habe das gesehen und sie arbeiten immer noch an dem Projekt. Und 4 Jahre später immer noch. Und vielleicht passieren sowas, dass sowas in der Welt einfach so passiert, weil da können wir super starke und komplexe Projekte realisieren mit sehr günstiger Hardware. Und wenn es da Wege gibt, diese Sachen in die Welt zu bringen, dann können viele Leute davon profitieren. Und dieser Open-Source-Hardware im wissenschaftlichen Zusammenhang ist sehr interessant, weil ich möchte nochmal fragen, wie ich schon am Anfang gefragt habe, vielleicht ein bisschen spezifischer, was ich fragen wollte mit meiner Frage vom Anfang, ist es, gibt es eine, gibt es etwas, wo wir sagen können, das ist Public Interest Technologie, Technologie, die offen sein muss und die, weil sie ein Ziel hat, das allen hilft in einem gemeinschaftlichen Sinn. Es geht nicht um einen Toaster, sondern wenn wir jetzt auch in die Pandemie schauen, dann, ja, das ist, gibt Sachen, aber ich weiß jetzt noch nicht, was ihr darüber nachdenkt. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich habe schon eine ähnliche Frage gehabt, die wollte das hier beibringen. Ich sehe so viele wissenschaftliche Werkzeuge, die jetzt gerade kommen und ich finde das sehr
Sehr schön, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Teil von Open Hardware, weil Open Science ist, das ist ein wichtiger Teil für mich, dass wir Werkzeuge für Open Science bekommen. Und was du, Maximilian, gesagt hast, diese Idee, dass es Technologien gibt, die im öffentlichen Interesse ist und deswegen nicht geteilt werden sollte. Das ist sehr interessant und das ist eine interessante Diskussionsfrage. Luis, was sind deine Meinung dazu? Du bist einer, der so viel im Open Science Bewegung ist. Siehst du viele Leute, die von Hardware kommen, sind das Wissenschaftler, die diese Fähigkeiten lernen? Was sind da für Leute in dieser Open Science Hardware Gesellschaft? Ja, und bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben von Training und offener Hardware und freier und Open Source und Communities gründen. Aber wenn es zu offener Wissenschaft geht, dann glaube ich, das ist eine sehr diverse Gemeinschaft und es gibt Leute, die nur interessiert sind zu veröffentlichen und öffentliche Veröffentlichungsplattformen brauchen und es gibt Leute, die wirklich Software bauen wollen für reproduzierbare Workflows und wir bauen die Hardware und für uns ist das noch ziemlich neu in dieser Gemeinschaft, aber es ist sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Wir kommen aus verschiedenen Gegenden der Welt und uns interessiert wirklich der Zustand der Wissenschaft mit dem Ansammeln von Intellectual Property und wir müssen die Wissenschaft ändern, die Art, wie Wissenschaft gemacht wird, es mehr inklusiv zu machen und mehr, sodass mehr Leute daran teilhaben können. Und es gibt große Firmen, die wirklich überhaupt nichts mit Offenheit zu tun hatten bisher und die jetzt versuchen, sich jetzt offen nennen und Open Access unterstützen. Und und es ist eine komplizierte Rubrik hier. Und ich glaube, es gibt ganz viel, was wir tun müssen, um, wenn wir offene Hardware zur offenen Wissenschaft bringen wollen. Und ich glaube, wir sind noch nicht ganz da. Ich glaube, es gibt noch viel Arbeit. Das wäre mein persönlicher Eindruck vom Zustand bei der offenen Wissenschaft. Ja, und ich habe das Gefühl, dass in Deutschland oder in Europa wir jetzt die Chance haben, wirklich öffentlich darum zu arbeiten, mit öffentlichem Geld auch. Es gibt jetzt eine neue Regierung und es passiert einiges. Und die haben das auch auf ihrem Programm stehen. Und es gibt einige Bewegungen in die richtige Richtung. Aber ich würde gern wissen, aus einer US-zentrischen Perspektive, gibt es da ähnliche Sachen, die man verfolgen kann? Gibt es da öffentliche Förderung von offener Hardware oder ist das unmöglich? Ich würde nicht sagen, es ist unmöglich, aber es ist wirklich schwierig, das zu verkaufen. In den USA gibt es eine lange Geschichte, dass wenn irgendwas Cooles passiert, dann müssen wir uns mit Leuten zusammentun und es selbst machen und wir verlassen uns nicht auf die Regierung, das ist mal sicher. Und zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten gezahlt für Regierungen. Natürlich war die Motivation, da die ökonomische Kontrolle zu haben. Es waren die falschen Gründe. Aber als Resultat gibt es hier eine Kultur, dass man denkt, die Regierung sollte dafür bezahlen. Ich meine, warum haben wir die Regierung, wenn sie uns nicht etwas dafür zurückgeben für die Macht, die wir ihnen gegeben haben? Aber in den Vereinigten Staaten ist eine Recht auf Reparaturbewegung. Und es gibt zum Beispiel Louis Rossman, der ganz viele Videos macht, diese unglaublichen Videos über die vergangenen Jahre, wie man Sachen reparieren kann, die unmöglich zu reparieren scheinen, zum Beispiel Apple-Laptops. Und er macht es und er zeigt Leuten, wie man es macht.
Und dieses Recht auf Reparieren hat er sehr vorangetrieben. Steve Wozniak, der den ersten Apple-Computer gebaut hat, der komplett offen war, als es damals rauskam, der Apple II. Aber dann kam Steve Jobs und hat gesagt, nein, in meiner Firma passiert das nicht, gibt's sowas nicht. Und Leute haben dann ihre Aktienanteile verloren, wie einige andere. Und Steve Wozniak aber war dabei und er hat eine ziemliche viel Sichtbarkeit. Und es gibt einige Möglichkeiten hier. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die Regierung, Leute in der Regierung sehen, dass es vielleicht einen Vorteil gibt, wenn mehr Leute sehen, mehr Leute sich Security-Probleme angucken und das vielleicht gemerkt, dass es ganz viele Probleme gab, die auch wo große Firmen Probleme hatten, die da nicht gebissen werden wollten. Und natürlich verdienen sie dann nicht mehr so viel und haben und die Politiker werden nicht wiedergewählt und wenn sie das Geld nicht kriegen von den Firmen. Naja, jedenfalls gibt es da schon Möglichkeiten. Ich würde sagen, es ist nicht unmöglich und wir sollten das versuchen zu fördern. Ja, ich würde auch sagen, dass es einige Sachen, die mir wirklich aufgefallen sind an offener Hardware in letzter Zeit. Es gibt öffentliche Institute wie CERN, die zum Beispiel öffentlich gefördert werden und machen ganz viel Arbeit in dieser Richtung. CERN ist natürlich, das ist dieser Teilchenbeschleuniger und Labor und so. Und sie haben ihr eigenes Hardware-Team. Und die haben schon seit einigen Jahren, investieren sie ganz viel in Keycard, in Open Source Design Tool. Und man sieht, dass es da viele Möglichkeiten gibt, wegen dieser öffentlichen Förderung. Dann gibt es die Möglichkeit, wirklich große öffentlich geförderte Wissenschaft machen. Und die EU fördert gar ganz viel. Und in den USA wissen wir nicht genau, das ist, aber es ist weniger, es gibt in der EU gibt es ganz viel für Forschung und so. Aber das heißt, wenn wir das mit unseren Steuern bezahlen, warum ist das dann nicht offen? Und das ist ein wirklich starkes Argument. Ich meine, wie kann man dagegen argumentieren? Ja, wenn wir dafür bezahlen, dass das entwickelt wird, dann warum kommen wir dann nicht an die Papers ran nachher? Warum können wir nicht sehen, wie die Methodologie war, wie gearbeitet wurde? Und es gibt ein ganz starkes Argument hier für offene Wissenschaft und wir bezahlen dafür, also sollte es öffentlich zugänglich sein. Ja, ich glaube in Deutschland, aber das ist nur eine Theorie. Ich glaube, dass offene Hardware oder Hardware, die aus der Wissenschaft kommt, ist implizit oder vielleicht sogar ausdrücklich ist gut für die Wirtschaft und manchmal gibt es da neu gegründete Firmen und naja, das ist zumindest die Idee, die sie haben. Das heißt, vielleicht gibt es dieses Argument, wenn man sagt, mach mal was aus dieser offenen Hardware. Und wir haben vielleicht nur noch ein paar Minuten hier und es gibt ganz viele Fragen in diesem Pad und wir können die nicht alle hier beantworten. Ich habe einige schon beantwortet, aber es gibt noch eine, die vielleicht ganz interessant ist, aber das ist nicht möglich hier. Aber wir können es versuchen. Seht ihr das Interesse von Hackern, die dass Firmen sich vielleicht dafür interessieren, wenn Hacker offene Hardware machen. Ich weiß nicht, ob jemand das kurz beantworten kann. Naja, wenn es Projekte gibt, die von den Leuten den Eindruck haben, dass ihr Herz daran hängt, natürlich werden sie dann versuchen, das zu machen. Aber wenn sie nur motiviert werden, Geld zu machen, dann gibt es ganz viele, die nur Geld machen wollen, die auch viele Boni zahlen dann vielleicht. Und ich weiß nicht, ob das gestern war. Da gibt es was über Responsible Disclosure. Und das wird auch dadurch gefördert, dass Leute einfach wissen, dass es das Richtige zu tun ist. Und wird einen bestimmten Prozentsatz von Leuten geben, die das machen, weil sie wirklich von innen heraus dazu getrieben werden, das zu machen und nicht nur dadurch, dass sie möglichst viel Geld verdienen wollen. Ja, und zu diesem Thema auch, ich glaube, es gibt Möglichkeiten für um Leuten
dafür zu entschädigen, dafür, was sie tun, Leute dafür zu bezahlen. Und es gibt vielleicht eher für, es gibt zum Beispiel eine Open-Hardware-Firma in Mexiko und ich arbeite mit denen zusammen und wir benutzen MicroPython auf einem Microcontroller aus der SAM-Serie. Und ich glaube, das ist einiges, was mit offener Hardware öfter passiert. Und wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen Investitionen, um Probleme lösen und in den Frameworks. Und wir brauchen, müssen verschiedene Chips haben. Und wenn wir zu wenig von den Chips haben, vielleicht können wir dann die wiederverwenden, die nicht so beliebt sind, aber vielleicht verfügbar sind und vielleicht möglichst viel Sachen benutzen, nutzen, die wir können. Und ich glaube, es gibt auch die Notwendigkeit, viel zu investieren. Und Lee hat über Helen hat über CERN gesprochen und das war ganz viel. Und KiCad ist wirklich heute großartig und gut zu benutzen. Und also, bevor die sich damit beschäftigt haben, war KiCad ganz fürchterlich. Und jetzt ist es wirklich gut. Und es lohnt sich, in solche Tools zu investieren. Okay, ja, wir müssen leider das jetzt hier zum Ende bringen. Wir haben keine Zeit mehr. Aber noch ein kurzer Kommentar, bevor wir gehen. Wenn die Regierung in Open Hardware und offene Software investiert, dann ist das eine Investition für die Infrastruktur der ganzen Gesellschaft, so zum Beispiel das Bauen von Straßen und Bahnen, dass andere Leute das benutzen können und ausnutzen können und dass die Wirtschaft auf so viele Arten fördert, unterstützt. Und dass wir hier machen, wir machen unseren einen kleinen Teil, den wir dazu beitragen, und die Regierung könnte das multiplizieren und nutzen in großem Stil nutzen. Ja, und leider haben wir jetzt wirklich keine Zeit mehr, aber es war toll, euch alle wiederzusehen und ich hoffe, wir können uns auf einem Kongress mal alle in einem Ort wirklich wiedersehen. Vielleicht nächstes Jahr, vielleicht auf einem Camp im Sommer, vielleicht in New York, wer weiß. Und ja, es gibt einen Open-Source-Hardware-Gipfel, das im Mai, vielleicht, ich weiß nicht genau, im April oder im Mai, Open-Source-Hardware-Gipfel in New York. Und es gibt ein Festival, theoretisch, und in Portland, Oregon. Und wenn jemand in der Nähe ist, da gibt es auch ein Open-Hardware-Festival, wahrscheinlich im September. Aber es geht jemand hin zum Hardware-Sommer? Ich gehe dahin wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja. Wenn es stattfindet, werde ich auf jeden Fall da sein. Ja. Okay. Ja, ganz toll. Morgen gibt es noch über Prototype-Hardware-Funding und Finanzierung morgen. Und ja, ich glaube, wir müssen das auf jeden Fall nochmal machen. Und vielen Dank euch allen. Vielen Dank. Schön euch zu sehen. Und ja, und hoffe, wir können uns auch mal persönlich mal wiedersehen. Und ja, ich bin wirklich, wirklich neidisch, dass Mitch in Exxon ist und da wirklich da ist. Und vielen Dank, dass wir diese Diskussion haben könnten auf der